Transferverfahren hergestellt wurden. Das heißt, die Farben sind auch annähernd hoffentlich genauso bunt wie zu der Zeit ihrer Herstellung 1978. Andere auf Eastman Color kopierte Filme aus derselben Zeit sind heute meistens nur noch rotstichig und bieten nur noch sehr eingeschränkten Filmgenuss. Deswegen, es lebe die Blu-ray. Im Jahr 1997, also 20 Jahre nach der US-Premiere des heutigen Films, brachte man die drei Star Wars-Filme der Originaltrilogie nochmal ins Kino. Allerdings waren sie damals schon um einige zusätzliche Szenen erweitert und digital aufbereitet worden. George Lucas hat damit kurz danach angeordnet, dass die Uraufführungsfassungen der Filme nicht mehr im Kino gezeigt werden dürfen. Gestern habe ich gelesen, dass irgendwie diese Tage in den Pinewood Studios die Dreharbeiten für den siebten Teil beginnen, wieder mit Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford unter anderem. Sind unwesentlich älter geworden. George Lucas hat übrigens am vergangenen Mittwoch, den 14. Mai, seinen 70. Geburtstag gefeiert. Okay. Also Happy Birthday, Meister. Genau, im Herbst 2012 hat er sein Star Wars Imperium an das Disney Imperium verkauft. Und J.J. Abrams sitzt jetzt, glaube ich, am siebten Teil. Genau. Der ist jetzt als Regisseur. Achso, ganz wichtig, um dieses Event geheim zu halten, habt ihr sicher alle Verständnis dafür, dass ihr beim Verlassen des Kinos nachher alle Geblitzdienst werdet. Und zu guter Letzt möchte ich mich auch noch stellvertretend für uns alle hier bei Martin Erlenmeyer und dem Team vom Bundesplatzkino bedanken, die so freundlich waren, uns, den Star Wars-Fans, das Bundesplatzkino als Eventort zur Verfügung zu stellen, damit wir diese wunderbare, seltene Filmkopie von Ömer in dieser privaten Vorführung hier genießen können. Und jetzt viel Spaß und über die Macht mit euch sein. Genau. Mit Untertiteln. Und zwar chinesischen. Thank you.